an der Bar vom Royal Plaza. Lang gewartet, dass es zerfällt, so lang geträumt vom Außenwasser. Teenage-Keeper à la Casa, Mama kocht für alle Pasta. Wenn ich gehe als einzelne Schatz, niemals verstopft mit Sonderwasser. Samstags am Blick über die Stadt. Jo Freunde, und was geht zum Test der Goldrausch-Raketen? 6 Stück sind da drinnen, zweifach sortiert, sind glaube ich sogar aus deutscher Produktion, steht hier jetzt nicht drauf. Ist ein recht cooles Design, komplett in Gold gehalten. Wir haben eine Gesamt-NEM vorhanden von 119 Gramm auf 6 Raketen, das ist echt viel, Freunde. 120 wären da zugelassen gewesen, das heißt, wir haben ja 1 Gramm Puffer drin. Das sollte bei einer Rakete gar nicht viel ausmachen, schon gar nicht, wenn der 1 Gramm auf 6 Raketen aufgeteilt ist. Also die sind gemaxt, die Raketen haben fast 20 Gramm netto. Und dann würde ich sagen, testen wir mal die Goldrausch-Raketen, die ihr eigentlich jedes Jahr im Lidl erwerben könnt. Auf geht's! So, wir starten mit einer Gold 1. Steht mega lange, Freunde. Dann geht's weiter mit der Gold 2, die müsste Crackling haben. Ja, ging jetzt schnell hoch. Und dann nochmal 4 auf einmal. Die scheppern, Freunde. Mega nice. Kaufempfehlung geht wie jedes Jahr raus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Freunde, bis dahin, haut rein und ciao.